Galton, angesichts der Tatsache, dass ihr heute mehrheitlich Profis auf dem Platz wart und Neckar-Elz sich ja diese Saison schwer tut, ist das Ergebnis nicht überraschend? Was meinst du? Nein, das war. Wir hatten uns das vorgenommen, schnell Tore zu schießen, weil die sind Letzte, wir wussten es. Die haben ein Spiel nur gewonnen in der Liga gegen uns im Spiel. Und wir wollten das besser machen und das haben wir heute gemacht. Schnell drei Tore geschossen und dann haben uns vorgenommen, dann weiter Tore zu schießen. Und ja, mit 5-0 sind wir zufrieden. Ist okay, ja. Du bist ja normalerweise Profi und warst lange Zeit verletzt, Kreuzbandriss. Versuchst jetzt bei der zweiten quasi wieder auf die 100% von der Leistung herzukommen. Wie läuft's? Ja, das ist mein erstes offizielles Spiel seit 6 Monaten mit diesem Kreuzbandriss und ich freue mich riesig, wieder auf dem Platz zu sein. Das war der erste Schritt und dann jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe 90 Minuten gespielt. Ich fühle mich ein bisschen platt, aber es ist gut, dass ich dann das schon erreicht habe und weiter geht's jetzt. Vorbereitung für Aue. Freitag und dann schauen wir mal, ob ich im Kader bin oder nicht. Sonst mache ich Spielpraxis in die zweite Mannschaft. Alles gut. Du bist noch ein bisschen platt, das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis du bei 100% bist. Was meinst du? Wie lange dauert es? Keine Ahnung. Das war, wie gesagt, erstmal gut, 90 Minuten zu spielen. Nach so einer langen Zeit. Und das tut einfach gut für mich, für meinen Körper. Wie lange es dauert, keine Ahnung. Auf jeden Fall Spielpraxis ist sehr, sehr wichtig und ich nutze es, die Gelegenheit, dass mit der zweiten Mannschaft. Falls es nächste Woche für dich nicht mit Aue weitergeht, sondern mit Sandhausen 2, was wird das für ein Spiel? Was meinst du? Oh, keine Ahnung, die sind nicht so weit weg von uns, also von der zweiten Mannschaft. Das wird wahrscheinlich schwer wie jedes Spiel und ja. Jetzt gehen wir optimistisch ins Spiel und schauen wir mal, was drin ist. Galton, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss.